Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. So, jetzt sitze ich unbequem. Aber gut. Was kann ich euch erzählen? Ich werde euch jetzt ein kleines Update geben, was bei mir so los war. Also, bei uns ist heute der 15. Februar 2021. Und folgende Dinge sind bei mir gerade neu. Was hat sich verändert und was ist geblieben? Also, neu ist, dass ich gerade keine Pflegerin mehr habe. Ja, meine Pflegerin, die war in letzter Zeit, hat sie leider mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Und jetzt ist es so, dass sie erstmal nicht mehr kommen kann. Also es wurde uns auch nahegelegt, dass wir uns aufgrund dessen, dass ja eine regelmäßige Pflege und Versorgung gegeben sein sollte, noch einen neuen Pflegedienst suchen sollen. Und ja, um ehrlich zu sein, ich bin da noch nicht bereit dazu, weil ich immer noch hoffe, dass er vielleicht zurückkommt. Und ja, ich drücke die Daumen, drücke mir auch die Daumen. Ja, aber im Moment haben wir schon Mitte Februar und leider ist noch kein neuer Termin gemacht worden. Und der Ordner ist auch abgeholt worden. Ey, Mama, im Ernst. Ich hole bei die Frau vom Kerner, damit die an deiner Ernährung rumdreht. Das glaubt man nicht. Okay. Ja, was gibt's noch Neues? Zum Thema unser Haus, da kann man noch nicht wirklich viel sagen, außer dass im Moment der Verkauf zum Glück gestoppt ist und dass wir jetzt erstmal noch hier bleiben können und dass ich mir jetzt hier noch einen Kühlschrank zulege. Ja, vielleicht keine kluge Idee, aber wer weiß. Also, guck nicht so. Alles, was man sich noch kauft, muss man dann auch wieder tragen. Aber so ein Kühlschrank wiegt ja bloß um die 300 Kilo. Das schaffen wir schon. Da kommt der Papa oder mein großer Bruder neben einmal die Arme und dann wird es dann da runtergetragen. Das klappt schon. Ich bin ganz optimistisch. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ja, im Moment bin ich etwas genervt von den Corona-Richtlinien, weil ich jetzt meine Großeltern nicht besuchen kann. Weil im Moment heißt es ja bloß eine Person plus ein Haushalt und ich kann ja nicht alleine fahren, also sind wir da schon zu zweit und das geht da nicht. Aber andererseits sehe ich dadurch Babette und Winfried, weil bei denen bin ich jetzt das plus eins. Dann, was kam, gibt es noch Neues? Oh, bei uns in der Nähe, das ist vielleicht für alle, die hier in der Stadt wohnen, auch interessant. Also, nein, nicht bei uns in der Nähe, aber es gibt einen neuen Laden, der heißt Aslans. Das ist so ein kleiner Markt, da gibt es ganz viele Sachen. Und ich bin gerade total begeistert, weil ich da ein Halloumi gefunden habe. Halloumi. Ja. Mama hat ihn gefunden im Regal. Nicht, aber im Kühlregal. Ja, klar. Ah. Und meine Mutter, also ganz kein Witz, also ich vermiete sie nicht und ich gebe es auch nicht her, aber ich würde es weiterempfehlen. Niemand schneidet so schön Käsescheiben. Nein, ernsthaft, deine Käse-Halloumi-Scheiben waren top. Sie waren nicht zu dick, nicht zu dünn. Genau richtig. Du kriegst von mir 3 Sterne. Von insgesamt 4. Merci. Es gibt einen Stern Abzug, weil dir an einem Stückchen so ein bisschen was abgebröckelt ist. Nein, dann kriegst du halt deine 4 Sterne. So schnell kann man sich eine bessere Bewertung erschummeln. Ja, was gibt's noch Neues? Ich habe ja neue Winterschuhe. Das habe ich schon im Video erwähnt, fällt mir gerade ein. Unser Internet ist überraschenderweise richtig schlecht. Immer noch. Also da funktioniert immer noch was nicht 100%. Aber ganz ehrlich, bevor wir nicht andere Sachen geklärt haben, klären wir das nicht. Das ist nämlich dann schon wieder der nächste Punkt. Wir sind immer noch im Streit mit Apple.
Vor ein paar Tagen hat mir meine Mutti gesagt, also meine zweite, also nicht meine Mom, sondern mein Babett, die nenne ich immer Mutti. Ja, weil ich wollte sie nicht wie Mom nennen, meine Mom hat alles, nur ich habe sie nie Mutti genannt. Und deswegen, damit Babette einen eigenen Begriff hat, nenne ich sie immer Mutti nach der Tomatensauce, weil die so lecker waren, die habe ich bei ihr kennengelernt und ja. Und deswegen ist sie meine Mutti, damit alle wissen. Ja, und die hat zu mir dann vor kurzem gesagt, es gehört ja schon fast zu unserer Identität, mit Apple zu streiten. Und das war irgendwie, ich konnte es jetzt im ersten Moment nicht abwehren, nach dem Motto, nö, ist irgendwie nicht so. Weil wir sind wirklich seit Jahren im Clinch mit dieser Firma. Faszinierend, ne? Noch Zeit 2 von 25. Ja, Zeit 2 von 25, aber es stimmt nicht, sonst sind schon fast 4 wegen der iPods. Da haben wir auch schon gestritten. Du Streit haben. Ey, zu meiner Verteidigung, du bist nicht besser. Ja, wir haben den großen Druckertausch im Haushalt gemacht. Meine Mutter hat ihren alten behalten, der Papa hat meinen alten bekommen und ich habe einen neuen bekommen. Nicht für mich am besten. Aber die Patronen dafür sind arschteuer. Da war ich jetzt richtig froh über die Steuererleichterung, weil da habe ich mir dann ein paar Patronen noch davon gekauft. Ja, mein Eisenmangel habe ich gerade relativ gut im Griff. Sag nicht zu mir, pst, wenn man dein Gekluckern auch bis nach Sibirien Das hört hört. man gar Da hört man, glaubt man. Egal, du was sollst, wenn nicht. Ja, und was sich auch bei mir verändert hat, ich merke, dass ich durch Corona viel mehr mit den Leuten telefoniere. Also ich bin jetzt mehr am Telefon als je zuvor. Und ich habe auch Babette und Winfried jetzt letzte Woche zum ersten Mal seit langem besucht. Und dennoch habe ich jetzt heute aus dieser Gewohnheit heraus und aus dem Rhythmus angerufen, weil ich da immer alle paar Tage mich mal gemeldet habe. Und ich finde es ganz schön, wenn man dann einfach auch seinen Kontakt, obwohl es dann wieder anders geht, wieder trotzdem noch intensiviert. Ist doch was Nettes. So, kann man nicht sagen. Was wünschst du mir eigentlich so verzeihen? Das ist ein eigenständiges Video. Es Ah, wäre du nett, wenn du deine nicht die Test ganze. beendet. Es wäre nett, wenn du nicht meine Videos Was spoilerst. steht da? Ja, ich weiß, aber das hat ja nichts zu tun miteinander. Ja, unseren Adoptionstag haben wir schön verbracht. Der war ja auch letztes Jahr. Welcher Moment? Nee. Im Januar. Doch, letztes Jahr, dieses Jahr im Januar, im letzten Monat. Ja, Vor allem die Überraschtheit. war dein Ja. Zeitgefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, das war letztes Jahr. Das kommt alles ja schon so lange vor. Wir sind jetzt 25 Jahre eine Familie. Hätten sie damals den Kassenbon nicht verloren, hätten sie mich doch umtauschen können. Ja, meine Garantie ist abgelaufen. Tut mir leid. Wir können nur noch auf Kulanz hoffen. Ja, ich backe gerade zurzeit extrem viel. Man sieht es mir an, man sieht es meinem Vater an, man sieht es meiner Mutter an und meinen Großeltern auch ein bisschen. Es gibt nicht zu leugnen, mein Backwaren wird auch optisch sehr nach außen getragen. Ja, gut. Ich glaube, das war alles. Was kann ich sonst noch sagen? Sonst gibt es nichts. Nö. Ich bin immer noch dabei, mir vorzunehmen, unser Dachboden auszuräumen. Das könnte ich noch. Aber guck, das ist doch eine tolle Formulierung. Ich bin noch dabei, mir vorzunehmen, den Dachboden auszuräumen. Ich glaube, es sagt schneller, man sollte. Man hält, der hält. Neues solltest du ihn noch gar nicht. Ich plan's noch zu planen. Ja, gut, das war eigentlich alles, was es bei mir so Neues gibt. Ich dachte einfach mal wieder ein Update, weil ist ja schon eine Weile her, dass ich mich das letzte Mal so updatisch gemeldet habe. Updatisch. Gibt's nicht. So update-mäßig. Hm.
Stößt Vor allem sch du mich? sch Stößt du Oh, lass doch mal auf, wenn du es nicht sagst, merkt es keiner. Das merkt keiner, wenn man es nicht sagt. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was hat sich bei euch so die letzten Monate getan und ja, wie es euch so geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.